Guten Morgen, Leute, zu Tag Nummer 7. Wir müssen uns etwas beeilen. Ich habe ein bisschen verpennt, weil dieses Hotel so mega geil ist. Wir haben 8.05 Uhr, um 8 Uhr haben wir gesagt, dass wir uns mit den Bossen treffen. Wir haben 2 Frühstückscoupons. Also um 8 Uhr wollten wir uns zum Frühstück treffen, Stock 4. Wir sind jetzt Stock 14. Dieses Hotel war so geil. Dieses Bett war so gemütlich einfach nur. Noch ein letzter Blick hier raus. Nochmal bei Tageslicht. Ich werde diesen Raum hier echt vermissen. Ich werde ihn echt vermissen. Aber es war richtig geil hier. Daumen hoch. Und jetzt werden wir frühstücken. Und dann diesmal mit einem Zuckerzug. Mit einem Zuckerschlafzug nach Hause fahren. Wir haben es hierher geschafft, an den Flughafen. Flughafen, ich sag schon Flughafen. Sieht ein bisschen aus wie ein Flughafen, hast du mal gesagt, gell? Ja. Also so wie der in Montreal. Ja, am Anfang. Nein, wir sind natürlich am Bahnhof wieder. Und hin zu uns sind wir 2 Stunden hergekommen mit diesem schnellen G-Zug. Und jetzt fahren wir mit so einem Tuckerzug. Das ist, glaube ich, diese K-Linie. Hast du dein Ticket gerade mal da? Dann können wir uns mal anschauen. Wir fahren jetzt 5 Stunden. Nicht 2 Stunden, sondern 5. Das ist ein K-Zug. Ja, genau. Das ist ein langsamer. Genau. Die fahren, glaube ich, nur 125 at the max. Und wir haben diesmal so einen Sitz, also einen Schlafplatz, so mehr oder weniger. Obwohl ich es ein bisschen komisch finde. Also wir fahren halt jetzt von 10 Uhr früh bis 3 Uhr nachmittags. Und da gibt es so einen Schlafplatz. Ja, keine Ahnung, was der Sinn dahinter ist, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall mit dem Soft Sleeper sogar. Also die beste Kategorie überhaupt in dem ganzen Zug. War trotzdem nicht so teuer. 30 Euro oder so. Geht voll. Und hier ist eigentlich gerade sogar relativ wenig los, aber ich finde es krass an diesen Bahnhöfen, die sind so überbevölkert mit den ganzen Chinesen. Normalerweise ist hier alles noch voller. Also es geht gerade sogar. Ja. Es sind schon noch richtig wenig Leute, die hier überhaupt genügend Geld haben zu reisen. Eigentlich sind hier 7-8 Millionen Leute und wenn die so viel reisen würden wie wir in Deutschland, dann bräuchte man, glaube ich, hier 5 solche Bahnhöfe. Wir haben heute Abend noch was Geiles geplant. Wir machen ein bisschen Party hoffentlich. Wir müssen noch schauen, wir müssen den Boss irgendwie absagen, dass wir auch Zeit haben dann. Wir haben ein paar Leute eingeladen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viele Leute eingeladen. Wir müssen mal schauen, dass wir das irgendwie alles hinbekommen. Hier unten seht ihr schon unseren Zug. Also es ist so ein richtig alter Gammelzug halt natürlich. Unser Boss hat uns hier noch so ein KFC-Mittagessen besorgt. Hier ist das Ticket. Ich bin echt gespannt. Wir steigen jetzt gleich ein in diesen K-Zug. Vielleicht können wir irgendwie ein bisschen zusammen chillen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall 5 Stunden, tuckern wir so ein bisschen rum und haben dann so ein Bett. Aber es kann schon witzig werden. Ich mache erstmal nur kurz einen Vlog hier. So ist unser Abteil. Oh, unser Boss ist da. Kommst du mit? So, wir machen eine kurze Zugtour in diesem Nachtzug. Wir laufen einmal durch, ich muss aufs Klo und dann können wir gleich durchschauen. Gibt es hier noch irgendwas Cooles eigentlich? Hier sind irgendwie solche also. Boah, irgendwie stinkt es ziemlich. Hier ist ein Rauchabteil. Bis die Toilette her. Ich stelle mir das vor, früher in Deutschland durfte man das auch. Überall im Zug. Chinese train.
Fazit? Ganz interessante Fahrt, chilliger als gedacht. Und wahrscheinlich wirst du gleich gefragt, dass du die Cam ausmachst, wenn da so ein Polizist steht oder so, die uns komisch anschaut. Der bisher haben wir noch nichts gesagt. Ja, das ist okay. Aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich schon fast besser als in dem Schnellzug, weil der Schnellzug ist ziemlich ungemütlich auf Dauer. Kannst dich hinlegen, das war krass. Du kannst dich voll gerade hinlegen und so schlafen. Wir haben jetzt doch geschlafen am Mittag und jetzt sind wir wieder komplett fit für Karo. Also ich fand es echt nicht so schlecht eigentlich. Ja. Wenn wir noch mit dem Boss verhandeln, wie das Nachmittagsprogramm abläuft. Ja. Mal schauen. Oh, es ist kalt wieder. Wir sind angekommen bei unserer nächsten Aufgabe für heute. Wir müssen ein bisschen helfen, das Turnier aufzubauen, glaube ich. Morgen ist hier wieder in dieser Schule, wo wir ganz am Anfang waren, ein Turnier. Und ich glaube, wir müssen aufbauen, oder? Eigentlich nur bis um 6 Uhr aufbauen und dann gehen wir essen. Also wir sind hier gerade schon so reingelaufen und es war eigentlich ganz lustig. Also wir sind ja mittlerweile schon bekannt, glaube ich, oder? Sehr bekannt. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal rauslaufen würden, dann würde es ein bisschen eskalieren. Das heißt, wir warten jetzt erstmal. Irgendwie sieht der ja ganz anders aus auf dem Bild. Ja, die sind halt komisch. Das fokussiert nicht schon. Chinesisch-typisch, dass die so richtig ineffizient sind beim Arbeiten. Das heißt, wir haben 19.41 Uhr schon. Und eigentlich wollten wir schon viel früher essen, weil wir noch Karaoke gehen wollen später. Jetzt müssen wir echt schauen, ob das noch klappt. Deswegen versuchen wir heute schnell zu essen und schnell zu trinken. Ja. No, I don't drink. Was? Du wirst was. He will drink, definitely. Ordnung erklären. Ja. Also, ja, erklär mal. Der Eingeladene sitzt da ganz gegenüber von der Tür. Die Tür ist da und auf den Typen will ich gerade nicht zeigen. Nee, ja, ich weiß, welchen der Weißhaarige hat. Also, da kommt dann der Typ, das heißt, wir sitzen uns einfach mal so. Wer kommt da? Der Englische. Der Englische Typ, weil das. Und dann bist ich hier sozusagen. Ich sind wir am wichtigsten, aber irgendwie wollen wir nicht, ja. Also, irgendwie. Also, wir wollen nicht die ganze Zeit so eingeladen sein. Deshalb gehen wir auch einfach mal so auf die anderen Stühle, dass wir auch nicht so viel trinken müssen. Das muss man die ganze Zeit so extra. Und vor allem wollen wir eigentlich jetzt gleich wieder Bier trinken und keinen Wein trinken. Der Boss hat natürlich seine traditionelle Weinflasche gleich ausgepackt und auf den Tisch gestellt. Ich hoffe, das Essen wird gut. Ich habe echt Hunger wieder. Ja. Wir hoffen das Beste. Machst du Bild mit, ey?